Wer kein Geld für die Zugfahrkarte hat, kommt mit dem Fahrrad. Gegner im Berliner Poststadion ist der Rekordmeister 1. FC Nürnberg. Und wieder scheint das Endspiel kein glückliches Ende zu nehmen. Ernst Kuzorra ist durch einen Leistenbruch stark gehandicapt. Der Klub führt bis zur 88. Minute mit 1:0. Doch dann die Wende. Fritz Tschepan gelingt der Ausgleich. Und in der Schlussminute erzielt Ernst Kuzorra das vielleicht wichtigste Tor seiner Karriere.